Herzlich willkommen beim Testbericht der De'Longhi EC685 Espressomaschine. Bei dieser Siebträger-Espressomaschine handelt es sich um ein relativ günstiges Einsteigermodell, welches bereits für ca. 165 Euro bei Amazon erhältlich ist. In unserem Test haben wir uns die silberne Variante angeschaut, es gibt sie allerdings auch noch in Rot, Schwarz oder auch Weiß zu kaufen. Die Maschine ist von außen komplett mit Edelstahl verkleidet, was sie sehr hochwertig macht und sehr schön aussieht. Eine Besonderheit der Maschine ist die Breite, da sie mit gerade einmal 15 cm sehr schmal ist und dementsprechend in jede Küche passen sollte. Kommen wir nun zu den Bedienelementen der Maschine. An der rechten oberen Seite befindet sich ein silberner Kippschalter, mit welchem die Dampflanze der Maschine betätigt werden kann und wodurch die Milch aufgeschäumt werden kann. Auf der Vorderseite befinden sich drei Knöpfe, jeweils für den Espressobezug oder zum Einschalten bzw. Aufheizen der Dampflanze an der rechten Seite. Das Zubehör der Maschine besteht aus einem Siebträger und drei passenden Sieben. Außerdem ist noch ein Plastiktemper beigelegt, dieser ist allerdings nicht besonders stabil. Die Siebe haben die Besonderheit, dass sie auf der Innenseite ein normales Sieb besitzen, allerdings auf der Unterseite nur ein einzelnes Loch, wodurch der Kaffee eine besondere Crema erhält. Die Maschine ist für Tassen mit einer Höhe von 7,5 cm ausgelegt. Allerdings lässt sich die Abtropfschale am Fuß der Maschine komplett entnehmen, wodurch auch Tassen mit einer Höhe von bis zu 11,5 cm Platz finden. Auf die Dampflanze ist ein kleines Röhrchen aufgesteckt, wodurch man sowohl heiße Milch als auch richtigen Milchschaum produzieren kann. Außerdem wird durch dieses Röhrchen automatisch Sauerstoff angezogen, wodurch es einfacher ist, guten Milchschaum herzustellen. Denn es ist nicht so wichtig, wie die Position der Lanze in der Milch ist, da wie gesagt automatisch Sauerstoff angezogen wird. Auf der Rückseite der Maschine befindet sich der abnehmbare Wassertank, welcher ein Fassungsvermögen von 1 Liter besitzt. Er ist aus durchsichtigem Kunststoff gefertigt und macht einen relativ stabilen und hochwertigen Eindruck. Um einen Espresso mit der Maschine zuzubereiten, kann der Wassertank mit Wasser gefüllt werden und zurück in die vorgesehene Fassung gedrückt werden. Dabei sollte genug Druck aufgewendet werden, da er sonst undicht sein kann. Nun kann die Maschine auch schon eingeschaltet werden und beginnt mit dem Aufheizen. Dieser Prozess dauert gerade einmal 40 Sekunden und geht damit relativ schnell. In der Zwischenzeit kann der Siebträger bereits mit Kaffee gefüllt werden. Für den Anfang kann dafür auch bereits gemahlener Kaffee verwendet werden. Wer allerdings richtig gute Ergebnisse erzielen will, der sollte unbedingt auf eine externe Mühle zurückgreifen. Nun kann der Kaffee im Siebträger verdichtet werden. Dabei ist es wichtig, den Kaffee nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig zu verdichten. Im Endeffekt ist es aber eine Erfahrungssache und man braucht ein paar Anläufe, um den richtigen Druck herauszufinden. Nun kann der Siebträger auch schon in die Maschine gehängt werden, um den ersten Espresso damit zu beziehen. Einfach eine Tasse oder ein Espressoglas unter den Siebträger stellen und die gewünschte Bezugstaste drücken. Die Maschine fängt nun an, den benötigten Druck für den Espressobezug aufzubauen und der Espresso läuft langsam durch den Siebträger durch. Die bezogene Wassermenge lässt sich dabei individuell bei der Maschine einprogrammieren. Dadurch erhält man immer die richtige Menge an Espresso und die Tassen laufen auf keinen Fall über. Beim Bezug des Espressos sollte man sehr aufmerksam sein und beobachten, wie gut der Espresso aus dem Siebträger herausläuft. In diesem Fall sieht man, dass der Espresso nur langsam aus dem Siebträger heraustropft, was daran liegen kann, dass die Bohnen entweder zu fein gemahlen wurden oder dass das Kaffeemehl im Siebträger zu stark verdichtet wurde. Die Crema des Espressos kann dann noch mit ein wenig Zucker getestet werden. Wenn dieser ein wenig an der Oberfläche liegen bleibt und erst langsam zum Grund hinabsinkt, dann ist die Crema gut gelungen. Wer einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato trinken will, der muss auf die Dampftaste drücken, da die Maschine damit in den Modus zum Milchaufschäumen übergeht. Vor dem Aufschäumen sollte noch ein kurzer Leerbezug stattfinden, da am Anfang in der Regel noch ein wenig heißes Wasser aus der Dampflanze herauskommt. Nun geht es auch schon ans Milchaufschäumen, wobei man allerdings relativ wenig falsch machen kann, da die Dampflanze einfach in die Milch gehalten werden muss und die Maschine quasi den Rest erledigt. Dieses ist relativ einsteigerfreundlich und sehr einfach umzusetzen. Am Ende kann dann noch der Espresso-Shot in den Milchschaum geschüttet werden und fertig ist der selbstgemachte Latte Macchiato. Kommen wir nun zum Fazit unseres Testberichts über die De'Longhi EC685 Espressomaschine. Auf der Pro-Seite sollte da auf jeden Fall die einfache Bedienung genannt werden, da sie sehr einsteigerfreundlich ist und auch Leute mit der Maschine klarkommen, die vorher noch keine Siebträgermaschine benutzt haben. Außerdem verfügt die Maschine über eine sehr gute Verarbeitung, die gerade in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Weitere Pluspunkte sind auf jeden Fall die schnelle Aufheizdauer der Maschine, welche gerade einmal 40 bis 50 Sekunden beträgt, und auch die Tatsache, dass der Milchschaum sehr einfach mit der Maschine zubereitbar ist. Nicht so schön ist, dass es sich hierbei um eine Einkreisermaschine handelt, was bedeutet, dass nur ein Wasserkreislauf vorhanden ist. Dies hat zur Folge, dass der Espressobezug und die Milchschaumproduktion nicht gleichzeitig stattfinden können.
Was für Anfänger ein Vorteil ist, kann für Fortgeschrittene eher ein Nachteil sein, denn der beschränkte Funktionsumfang der Maschine bietet wenig Möglichkeiten zur Veränderung und dadurch ist man in der Zubereitung relativ eingeschränkt. Ein letzter Nachteil der Maschine ist der mitgelieferte Plastiktemper. Diesen sollte man am besten einfach durch einen richtigen, massiven Temper ersetzen, da man damit besser das Kaffeemehl verdichten kann. Insgesamt handelt es sich bei dieser Maschine aber um einen sehr guten Siebträger in diesem Preissegment und er ist durchaus sehr empfehlenswert für Anfänger und Einsteiger in diesem Bereich. Einen schriftlichen Testbericht und viele weitere interessante Informationen rund um das Thema Espressomaschinen finden Sie auf unserer Webseite.